hat viele Gesichter. Hans war ein besonderes Gesicht, ein ganz besonderer Mensch. Sein Herz hat für die Wirtschaft geschlagen. Zahlreich sind auch die Spuren seines Wirkens. Er war überzeugend, unkonventionell, gewöhnungsbedürftig, aber sehr liebenswert. Immer wenn ein Hirsch vor einem großen, fast überquellen Bier saß, spürte man seine Manneskraft, konnte man ein Leuchten in seinen Augen sehen. Oft bin ich ihm dort begegnet. Hans, du fehlst. Niemand kann dich ersetzen. Wir bitten Sie nun, der Trauerfeierlichkeit Hans Maurer die gebührende Wertschätzung entgegenzubringen und Ihre spurlose Telefone auf lautlos zu stellen. Für Gespräche können Sie die Pause nach dem zweiten Vorhang nutzen und sich an der Agape mit Speisen und Getränk laden. Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass unser ganzes Mitgefühl seiner Frau Emma, seiner Tochter Kathi und besonders seiner Mutter Magda geht. Amen. Und jetzt schleicht dich.
Als ich weiß nicht, ob ich dann nochmal herkomme. Für Gott, du schöne Welt. Oder hier landen sie alle. Obwohl, viele Bregenzer gibt es nicht gehoben. Die meisten sind aus Dornbirn und Nussgenau. Sehe ich dein Gesicht vor mir? In der
der Briefpunkt auch, aber der Typ so lang, ich würde das gar nicht gespürt, bis er mal das Hochzeitssachen in den Arm kommt. Vater, du hast den Brief gelesen. Klar, ich muss jetzt erst gewissen, mit wem sich so meine Tochter mal angekommen. Also ich schreibe immer alles in mein Tagebuch und dann sperre ich es zu. Das ist doch kein Schluss. Habe ich doch bloß einen Ohren an den Punkt und schau, wie es aufgeht. Also wenn du nur den größten Schreiber könntest. Also komm mal! Das ist ein Ohr, oder? Die Mutter kümmert sich um nichts. Was? Ja, nicht so lang, wenn der sowieso nur so GZSZ-Typen umeinander. Zack, außer haben sie auch jetzt noch aber. Wir sind ja der unmöglichste Stil. Hauptbogen mit Red Bull. Was sind eigentlich GZS-Typen? Oma, das sind ganz moderne. Das sind ganz geile Zicken und schlappe Zombies. Vater, hör doch mal endlich auf. Das hat mir der Böhmchen gewusst. Emma, ja. Ich verstand dich. Da hat sie stolz. Und wenn er auch kein guter Ehemann und kein guter Vater ist, aber die Toten soll man Ruhe lassen und die anderen nicht Schmerzen aufsägen. Dankeschön, Baxter. Ah, ja. Der einzige Fremde, der eigentlich in seinem Grab leert hat, das war der Hirschschnitt. Das ist logisch, ja? Weil der hat doch nur 600 Leute Schulden. Ja, das ist so ziemlich das Einzige, was mir die tolle Buch hinterlassen hat. Schulden, Schulden, nochmal Schulden. Ich wünschte mir so, ich hätte ihn nochmal vor mir. Ich hätte ihn glatt mal gut langdrehen. So, und ich habe gemeint, das hast du nicht gemacht. Vater, Hans ist an einer Leberfärbung gestorben. Gibt's das bei Männern auch? Ich hätte mir das gehört haben, um eine anständige Leiche für ihren Partner zu können. Muss ich gerade direkt scheinbar von der Leber. Und dabei sind die Leiche hier immer so lustig. Ich weiß nicht einmal, an wer mir Hans frisch und Chips gestellt hat. Quatsch. Die Geier werden sich gleich melden. Und jeder wird das beste Stück für der Beute haben. Was meinst du jetzt? Ja, Hus und Hof natürlich. Ja, und den Speck natürlich. Mich? Tja, ich bin der Langwachter. Ich höre mir gewiss nicht nochmal. Aber ich muss doch nicht ganz weg der Gasse. Du müsstest eher mal nicht heiraten, damit wir das Russen retten können. Ja, Mama, der Opa hat schon recht. Was, vielleicht sollte man für dich so eine Heiratsannonce rufen. Ja. Zum Beispiel, jung gebliebene Witwe sucht reichen Sack zum Ausnehmen. Was glauben wir? Ihr nicht allein. Ihr sind doch alle schon. Das stimmt nicht. Wenn einer wirklich reich wäre, würde der von niemals überwachen. Annette, wieso halt so das? Ja, Fieber kosten nur Geld und Zinsen bringen es auf. Hör an die Zeit, ich mal auf. Jetzt sind die Hörer nicht nochmal. Aber ich weiß doch nicht, wie alles mit dir da soll. Gabi, komm, wir wollen schon mal von Hans nur Sachen finden, die wir zu Geld machen können. Wir können dann auch schon. Die letzten Pfandflächen haben ja nicht schon hingesetzt. Komm jetzt! Hör doch auf! Nimm jetzt das nicht Ruhe! Und schon wir, oh, was ist mir? Mich schickt uns auch der liebe Herrgott, dann rennt uns einmal. Ja. Vater, das ist unheimlich. Herr Rhein? Ja, grüß Gott, mein Land! Mensch, Bruder, jetzt kommst du innen an! Wegen der Rettung sein, wie der Teufel war schneller. Emil, willst du mir was sagen, oder was? Ach du, ich hab gesehen, du bist ja schneller. Teufel nicht. Ja, was für ein Geschäft machen willst du, musst du schon. Das ist vorwärts auf der Kasse, umeinander fällt man ab. Ich bin ja schließlich nicht umsonst der richtige Bruder in der Gegend. Ja, das ist uns bekannt. Aber wie grüß dich, sechs Stunden für dich. Oh, wer sieht denn, dass ich da bin, so was für dich? Was? Du bist uns Helfer. Du. Wir sind ein kleiner Kredit, der schon über die Tonne kommen, gell? Und was mich anbelangt, wir hätten schon 100
100 Euro. Was teilt schon du mit 100 Euro? Hier schreibt man nichts mehr an. Ja, das habe ich eh schon irgendwo mal gehört. Du hast Spaß. Schau her. Da hast du 100 Euro. Ich bin heute in Spadier, aber Billy Schmuser. So kenne ich dich noch gerne. Ja, ja. Was in mir hat dich schon viel enttäuscht. Oh, schon früher. Jetzt fällt kein Blödsinn, wir sind ja da so gut wie der Wand, oder? Und Willi, du willst uns wirklich helfen. Sagen wir mal so, ich wäre durchaus bereit, bei euch zu investieren. Mhm. Aber das käme natürlich ganz auf die Gefahr. Ja, gut. An mir soll es nicht liegen. Gut, wir sind so hart, können wir uns entspannen. Was ist denn jetzt weiter? Der Riech ist sagt, der ist schon da. In der Geschäftswelt ist kein Platz für Gefühlsduseleien. Und Tote werden ja per Beter gerne gemacht. Also, wie schaut's aus? Ich weiß wirklich nicht, was du willst. Herr, lass Hirn regnen. Der Schmuser, der will mit dir Schmuser. Ich schenke so für dich. Hey, ich kann für mich selber sorgen. Kann nur lieber mal den zukünftigen Besitz der Arschuhr. Oh, jetzt kapiere. Du willst. Schon, Emma. Du bist ja eigentlich nur eine ganz vorzeigbare Frau. Ich bin reich und dir. Schwarz, fast und so Hals. Also, ohne mich stehst du hier am Morgen quasi ohne Hemd und ohne Hose da. Ja, und mit dir wahrscheinlich schon viel früher. Los mal, wen halten? Ich schnell wieder mal zwei Stunden unter den Boden. Will ich schmutzen? Verlass sofort mich aus! Die muss! Was ist denn so ein Bild des Tier? Hey, jetzt gib endlich einmal eine Ruhe, wenn es den Teil nicht anders geht, ja. Ich habe nämlich alle eure Schulscheine aufgerufen. Quasi! Hört mir lauter aus dem Hof. Ja, unser Rettungssendung. Und jetzt glaubst du, du kannst wieder den Kopf oder was? Wie sofort. Schon, Emma, du hast ja gern keine andere Wahl. Du und außerdem, gell? So eine schlechte Partie bin ich nicht, weil ich stand immer noch mit ihm an. Und bei mir die nichts in meinem Alter, wenn sich das Auge freuen kann. Verlass mich, wusst uns, vergiss sie nicht. Mensch, Emma, jetzt überleg dir doch das. Schließlich hängt da das Schicksal von deiner ganzen Familie von dir ab, oder? Na komm, jetzt überleg nicht so lang, schon. Schlimmer wie beim ersten Mal kannst du doch nicht. Na, also ich kann jetzt, das muss ich mir nicht länger mit Arsch machen. Du bleibst da! Hey, wurscht, hey! Mein Gott, ist der nur mit der Uni was. Da findet ihr aber einen Ausgang. Also, Emma, hast du es nicht überlegt? Denk doch mal an früher. Gut. Ich hab's mir überlegt. Ja. Gott sei Dank. Ja, wurscht. Wir warten natürlich das Trauerjahr ab. Wurscht nicht, dass da in der Stadt blöd geredet wird. Ja, und wenn es dir überkommt, dann scheinbar zu Nacht zu mir rum. Ja, das werden wir so tun, Willi. Ich weiß bloß nicht, was wir tun, wenn es mich jetzt schon überkommt. Oh! Oh. Ja, und wir sollten jetzt über drunter kommen, ha?
versuchen können. Und wenn es nicht klappt hätte, dann hätte man so lange gesagt, man bis auf. Nehmen wir mal her, du kriegst das. Denn hier war doch du. Es laufen auch nur Rieche, Löffige, Hilfsbilder in ihnen zerrecht umeinander. So, ja. Wenn ich nochmal früher unterbreche, dann nur aus absoluter Liebe. Verstehst du? Natürlich, sammelt sich viel Geld, muss auch. Ja, hey, wer ist nun das Lust in unserem Schlafzimmer? Entschuldigen Sie, ich war unendlich peinlich. Eigentlich wollte ich ja auch noch. Also, ach so was zum Jungs, wenn Sie jetzt nur nicht hören. Das ist komisch. Ich würde doch nie zu einer fremden Frau ins Schlafzimmer gehen. Was? Nie? Natürlich nicht. Sieht meine Mama tot ist, mache ich ihr Haushalt. Sie hat mir alles beigebracht. Ich kann backen, stricken, waschen. Du bist dir ganz sicher, dass du ein Mann bist? Nee, das muss ein ausgestopfte Essen sein. Natürlich bin ich ein Mann. Ich hab sogar kältige Unterhosen ab. Eingeblitzt. Möchtest du mal sagen? Was? Also, wenn ich nicht schon so alt wäre, den Kerl, gell? Dann würde ich zwingen, dass er mich heiratet. Du sag mal, wie warst du eigentlich? Wir haben Sein Vater hat alle Schuldschein von unserem Haus gekauft. Wenn ich seinen Vater nicht heirate, stehen wir demnächst alle auf der Straße. Was? Gerade wohl eine kleine Dorfverbrenner für eine durchschnittliche Verwandtschaft. So, und ich soll jetzt da hergeben, als Morgengabe. Morgengabe? Was ist das? Das da. Das sage ich dem Papa! Das war jetzt unsere letzte Chance. Ich bin ein 20er Kunder in einem alten Sock vom Hans. Das ist jetzt meine letzte Chance. Ja. Damit suchen wir jetzt eine alte, rieche, läufige Frau Schör. So, das ist doch nicht zum Glauben. Die Mannsbilder, die wollen lassen können mit ihrem Garten hoch vom Wasser weg. Für dir sind hier nämlich nur Objekte. Also ich wäre gern so ein Objekt, das gewaschen, bekocht und auch geglatt wird. Hans, was hast du mir gesagt? Eigentlich bin ich selber schuld. Warum herrscht der Mahlzeit auf? Ich hab geliebt, ha? Wer ist? Emma. Männer darf man nicht lieben. Männer muss man erzügen. Sie brauchen klare Anweisungen und den schon. In der Ehe. Ja, aber Oma, kann man mehr überhaupt erzählen? Ach, Gabi, da geht's gut im Mittele. Und unsere stärkste Waffe ist unsere Migräne. Als die Augen hier kommen, Kind. Gabi, wenn du mal verheiratet bist, dann kommt sie vor der Ferne. Hören wir mal auf mit dem Sauktobertschwätz. Und wir haben es auch nicht mehr zurück. Ja, hätte schon die Suche rein in der Laune gefasst. Magda, hör jetzt aber endlich auf. Also, gell, jetzt muss ich das doch einmal endlich selber. Eigentlich ist es schon das da. Das ist schon mein Sohn. Dein Hans. Dein Sohn. Ja, wer hat denn das Bürgerhof gebracht? Und wer hat es zu einem unfähigen Mannsbild erzogen? Ich oder was? Na, du. Nur du. Du bist schuld und sonst überhaupt jemand. Jetzt zeig es dir gerade mal. Ja. Jetzt gib nur mir die Schuld, gell? Das ist ja nur Wachstab. Halt jetzt die anderen. Jetzt war er nur Stritte, jetzt war es, jetzt muss ich auch noch anfangen. Ich hab es so geliebt. Und ich hab es so geliebt. Und ich hab mal nie geliebt. Ja, so wie die Nato, gell? Es muss
irgendwie in der Verwandtschaft liegen. So, apropos Verwandtschaft. Sag einmal, wie schaut es denn eigentlich mit einer kleinen Erbschaft aus? Das wäre also, das ist doch ein Hast du das Gefühl, dass du bei uns was erben kannst? Also, ja, mein Bruder, Gott hab ich zählig. Kurz vor seinem Tod hat er mir versprochen, dass meine Mama mal alles in die Anzüge und den Mantel lernen wird. Ja, wenn so rot ist, sieh sie, dass der Hans die nicht einmal verspüren kann. Das war bei seinem Geburtstag verstört, wo ich ihm den elektrischen Nasenhaarenpfeiler geschenkt habe. Das war so ein tolles Geschenk. Ja, die haben mir sehr noch geschenkt gekriegt. Aber das macht nichts. Die hat ja mich verbannt. Also ich habe meinen Bruder sehr, sehr geliebt. Ja. Da hätte halt ein Mutterbuch gebessert auf dem Ruder. Und auch froh, die haben wirklich verstaubt. Kapi, also, wenn du mit meiner Tochter erstellst, dann geht es sagen, die kommt vom Schwaben an. Ja, also so schlimm, wenn die jetzt so wieder ist. Dort kommen die Jacken noch schon, wenn der Tote der Laubarn ist. Ach, Kapi, gut's nach. Pack das unverschämte Wipsbild in und die wäre in Gottes Namen ein paar Hütten, aber schon, dass sie mit dem Ogerli verschwindet. Der Mann, der schlug jetzt. Da kann ich mit. Der hier, der macht den. Der hat uns nur den Finger schon. Ja, der Mann hat den was trocken, Hirscher. Der versucht schon wieder das letzte Geld von uns. Hans, egal wo du jetzt bist, ich wünsche mir so, dass ich dich nochmal vor mir habe. Ich denke, dann soll ich die Beine zeigen. Was hast du bloß da dabei gedacht? Jo, das fühle ich schon so gut. Du sollst für alles wissen, dass du mir da unten in unserer Ehe da hast. Ich könnte die Klappe würgen. Also, kommt ihr nicht. Bist du schon da? Hans, du bist so glücklich. Emmerlein, so wagst du Ruf. Ich bin's, der Hans. Wo bin ich denn los? Und was ist passiert? Emma! Ich bin ein halber Engel! Was ist denn bloß los mit mir? Ha! Sinngeist! Hilfe! Hilfe! Magda! Jetzt hat doch Spiel! Magda! Hilfe! Was ist denn los? Was ist denn los? Da! Was soll das sein? Was soll das sein? Da schaut Hans! Sehr schnell! Emma, Gott, dir nur gut! Sehr, sehr schnell! Und zwar ist der Flügel hat da! Mama, da ist niemand. Also jetzt ist sie übergeschnappt. Kann man denn gerade fair wollen, aber mit du, oder? Ja, dann du, Hirscher, zu deiner Schnapsfrosse. Heiliger Salat, Minalka, ich muss da. Danke für die Anzug und der Mantel. Was, die Mantel? Bloß das nicht. Emma, du darfst ja den Mantel nicht mitgehen. Nicht dahinter, Emma! Schnüffel da. Hau ab, oder? Ich will dich da nicht mehr sagen. Mama, ich sterbe nicht. Ja, mein Papa natürlich. Ich hab gesagt, ich darf der Tante hin auf den Kopf, weil sie Mantel mitgeben. Aber... Also, ich hab nichts gehört. Gabi, sei ganz ehrlich. Kannst du den Papa nicht sehen? Hören? Ich kann nicht sehen und ich kann nicht hören. Da steht er. Sie ist nicht da. Ich sehe nichts. Das will ich so. Oh. Der muss ich gut gestanden sein. Oh mein Gott, der Sohn noch, es gibt mir wirklich nichts erspart. Emma, du bist nicht verrückt, ich will dir doch bloß helfen. Das Schuss ist verschwindet, ich verlau. Komm schnell. Emma, komm, leg dir die auf Cannabis. Komm, ich mach dir den Artikel. Und dann schon quer den Rattenstuhl. Leg dir die an. Ja, danke schön, Martha. Das wird dir gut gewesen. Oh. Schau, Emma, der Hans ist tot.
Ja. Und wenn du wieder säufst, dann bist du tot. Vielleicht bin ich ja schon tot und merkst du es nicht. Das dürfen wir ja eins zu erläutern. Oh, typisch aller Dörfel. Nun, du sag mal, du langst nicht, dass du mir runtergeklappt hast, was schon an das Wahnsinnsdrehbarsch. Emma, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich hab viele Fehler gemacht, das hab jetzt ich gesehen. Und drum bin ich da. Warum bist du nicht in der Höhle? Weil ich hab mich nicht mehr. Noch ein paar Wochen und du hättest mir uns Sack und Fein gebracht. Ja, ich weiß. Aber zum Glück, wenn du der Dom im letzten Augenblick noch merkst, dass sie mich mit einer Ma vom Finanzamt verwechselt hat, der mich geheißen hat. Und weil ich mich in der selben Zeit für mich noch bessern können hätte, bin ich wieder da. Und jetzt bist du ja richtig tot. Doch, das schon. Aber ich habe eine Chance gehabt. Weil ich ein miserabler Ehemann sie bin, ja, kann ich mir den Himmel doch noch verdienen, ne? Indem ich da herunter drei gute Ehen stift. Und dann kriegt er die richtige Vögel. Schön für dich. Ich höre den Nochmal. Aber das ist schon eine Bedingung. Ich muss von dir machen, wenn der nicht wirklich macht. Den fahr doch zur Hölle. Oh, ich verstande, dass du auf mich bist. Aber bitte schön. Gib mir noch mal eine Chance. Bitteschön. Dass du in der Hölle doch dürftig warst. Ich hoffe, der verbringt sich dahinter. Aber los einmal, wieso? Wieso kann ich discernen und hören und alle anderen nicht? Na ja, sehr kannst nur du mich, ja, weil wir auf derselben Wellenlänge liegen. Die anderen können mich nur hören, wenn ich dasselbe schaue. Sender. Was für ein Sender? Ja, gern doch. Der verändert meine Schwingungen so, dass wir auch die anderen Leute verstehen können. Gut, jetzt ist völlig klar. Ich muss überstanden sein. Ich sehe einen Verlust der Bengel, Flügel und an der Laterne am Blitz. Was muss? Warum geht's nicht? Bei den meisten Männern nach der Hochzeit zum Nachtum. Das werde ich doch immer dauernd auf und zu drehen. Vater, glaubst du an Schwänz, ne? Schwänz? Wenn der Mann uns viel trunken hat, dann höre ich umstimmen. Vater, kein Hans, ja. Natürlich, meine kleine Sauerampfe. Die kann es nur aushandeln. Wirklich? Ja, oft. Da staubt er. Na, Vater, hinter dir staubt er, hinter dir. Jetzt haben wir doch tatsächlich mit Ihnen was gestorben. Mama ist schon da. Mutter ist immer da. Da staubt schon. Hallo, hallo Wilma, meine kleine Waldmaus. Wie kommst du hier? Und was machen deine entzündeten Nerven? Er hört, die Mutter ist nicht da. Warte, du lügst. Wie kommst du? Wie kommst du? Wenn ich lüge, da könnte ich noch mal weg von dem hinteren Treppen. Ah! Vater, Hans will mich verhören. Du,
werden Menschstudenten aus der mir heiraten. Du hörst, da will ich muss. Yes. Will ich muss. Ah, das ist schon noch schlimmer als ich gedacht hab. Die schickt der Dübel. Hörst du was, Sally? Halt dich ab, oder? Ich will ihn übersehen. Emma! Eigentlich hätte ich schon gern, Emma. Sie hat den Hans gesehen. Und dann hat sie mir noch einen hinteren Dritter, obwohl sie eigentlich vor mir stand. Und zum Schluss wollte sie den gerade auch noch nie raus. Ist bei dir schon alles in Ordnung? Komm nicht mit mir eine Tasse Tee. Das hilft. Jetzt ist der Glad nicht schlafen. Ah! Sie sind ja schon die nächste Hörratskandidaten. Das Lämpchen einschalten, damit Sie mir hören können. Also, ich mache mir echt die Sorgen, Emma. Ja, der Hand ist wieder mal richtig kalt. Und träumt sie wieder rüber. Emil, hast du eigentlich hier mehr als Hörratter denkst? Nein. Was jetzt ja oder nicht? Sehr mehr. Erst wieder was getrunken. Ich habe früher oft schon Stimmen gehört, aber noch nie so deutlich. Manchmal denke ich mir schon, ob es nicht besser wäre, wieder zum Heiraten. Dann hättest du jemanden, der mir Stritte kriegt. Ja, ich eigentlich. Oh, ich trinke auch lieber zu zweit. Ist da jemand? Nein, Emil, wir sind ganz in Ruhe. Aber was soll denn das? Ihr seht doch da nicht. Hallo? Sollt man nicht jemand zu dir da? Emil, du gehst vielleicht dran. Mensch, muss ich im Sofa sein? Ich höre dich ja selber reden, aber ich wollte gar nichts sagen. So, fein kann ich es. Hast du was gesagt, Emil? Ich weiß nicht, nein, ich glaube, lieber ins Bett gehen. Ach, Emil, doch nicht schon, hier liegt der Tag. Ist mir doch egal. Was ihr trinkt, kommt vom Alkohol mehr. Was? Ein Mann darf schon hinter mal ein Bier trinken. Hauptsache, die Liebe leidet nicht. Ja, was ist mit der Liebe? Das ist bei dir. Wie mit dem Alter wie? Je älter, desto berauschender. Mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ich hier so oft Kopf und Kopf. Emil, Emil. Ich möchte den Brief auf den Tisch. Ganz bei dir. Aber ich bin dir alles gleich. Oh, hallo.
schlecht. Ja, ich glaube, meine Aufgabe scheint diesmal ein kleines Lichter zu werden. Was für eine Aufgabe? Na, ich bin nur da, weil ich unbedingt mal wieder sehr haben müsste. Ich verstand schon. Die Morgengabe. Also mit der Machenschaft von meinem Papa, damit habe ich nichts zum tun. Ja, das stimmt. Ach, das ist aber schön, dass es easy ist. Ich war ja dagegen, dass eure Schuldscheine kommen. Und wenn, dann hätte ich sie verschenkt. Das soll ich dir jetzt glauben. Du musst! Hast du was mit Ihnen stimmt? Ja, so nicht. Ich kriege immer so einen trockenen Hals, wenn ich in Ihnen nähe bin. Oh, interessant. Magst du den Hals jetzt zu mir hochkommen? Mir ist ganz schwindelig davon und ich sollte wieder kommen, ja. Auf Wiedersehen. Ich muss ja den Box oder zu Kur trägen. Du bist echt komplett anders wie andere Männer. Anders? Weil sind andere Männer nicht denken in der Hose. Ja, das merke ich jetzt nicht so. Aber du, sag mal, kannst du das wirklich alles, was du vorher erzählt hast? Also Kocher, Stricker, Würfel? Ja, natürlich. Ich weiß, wie man Wäschmaschine und Spülmaschine an. Mann, dafür war es nicht immer mitbar gemacht. Also sowas mit dir habe ich echt noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Wenn so eine Kerle wie der das nicht vermehren, dann stimmt unsere Rasse bald aus. Ich könnte zum Beispiel eine Stirnband als Trinkhacke helfen. Das ist überhaupt kein Problem. So stimmt das eigentlich im anderen. Und das traue ich der Mutter zu. Da hockt sich so ein liebes Bett und hält ihn einen Strickstange. Oh, sag mal. Hast du noch nie eine Frau geküsst? Also ich bin doch kein deutscher Mann. Aber Trottel! Also für das muss man jetzt aber echt keinen Schützenjäger sein. Also ganz sicher nicht vor der Trau. Der Kerl kapiert doch gar nichts. Wo ist ja dein weiter Held? Das kommt davor, weil jemand Spritzer Kokos oder in der Schule was sie macht. Naja, wenn man bis der Bienenhonig drauf gibt, dann werden sie bittere Dissi. Lass mich deine Bienenkönigin sein. Aber es muss so echt ein Waldhonig sein. Wenn ich echt ein Waldhonig sind sie komplett Botenstoff, mit denen wir helfen. Bienen erbieten. Ich kann ihn ganz schwer, an die Nadel führen. Emma!
dürfen Engel unterspielen. Ah, wo ich nur Lehrer bin. 12.000 Euro! 12.000 Euro! Wo ist das Geld? Sechste. Was du von mir schon. Na ja, 2.000 habe ich mal gebucht, um meine Sachschuld im Hirscher zu zahlen. Aber die restlichen 10.000, die habe ich aufgespart. Für schlechte Zeiten. Aufgespart? Schlechte Zeiten? Wir haben überhaupt nie gute Zeiten miteinander gekriegt. So, wo ist das Geld? Ich habe es ins Futter von meinem Mann liegt nicht. Der hat da Geld damit hier. Es sieht das ja eigentlich. Es steht nur verrücklich. Der Tolle. Ich glaube, das ist zwecklos. Was? Weil wo ich mal so verzieht bin, da war ich am Mann bereits von deiner 10.000 erzählt. Weißt du? Wenn man nicht tot wärst, dann bin ich jetzt gerade erwürgert. Ja, jetzt pass mal auf, Emma. Hilde müsst ihr jeden Moment da herkommen. Den Seescherer, dass das Geld von einem Einbruch stammt. Und dass die Polizei schon da ist und eine Hausdurchsuchung machen will. Und die hilft dir dabei. Einbruch? Polizei? Das stimmt doch als Kind. Oder sie werden dürfen Engel jünger? Ja, Engel nicht. Aber ich bin ja noch dort. Herr Gewissen, das haben wir den Hintertritt. Na ja,
versteckt, ha? Seid zum Führer da! Hopp! Da bin ich! Ah! Lieber Gott, lieber Gott, Hilfe, was soll ich denn tun? Damit der Spuck verschwindet, ich bin doch nur ein kleiner Sünder. Du musst heiraten! Warum denn? Zur Buße. Die Ehe ersetzt Spätfühl. Trotzdem so schlimm und weh. Dein Kaminer grüßt. Denk dran, wie du deine verstorbene Frau betrogen hast. Nur ein einziges Mal. Und an dem Abend wollte ich auch keinen Fremdgang, sondern nur eine kleine Schuhe. Du musst den Rest von deinem Lehrer mit der Marke verbringen. Mit der Marke? Ja, der Marke, das kommt mal. Die Marke mit und außerdem, die redet kein Wort mehr mit mir. So, jetzt gleich? Nein. Was für ein Zeichen? Achso. Okay, ich glaube jetzt noch.
verheiratet bist, dann staut Magda. Ding wisse immer neben dir. Ja gut, dann wäre ja eigentlich alles klar. Moment mal. Immer noch Schnaps. Das ist eine Vorrede, die gut gemacht hat, dass du oben hast.
Hals gefallen, ich habe mich jetzt vergraut. Irgendwie muss ich den jetzt wieder richten. Ah, dann kommen wir ja gerade recht. Ich will dann nur auch gleich aussehen. Vielleicht sollte er was schenken. Spätzle. Wir haben das jetzt mal voll, wo ich jetzt mal ein Schnäppchen ankochen, damit sie sich geschwacht haben. Na, jetzt habe ich es. Ah, genau. Wirf mir zu Füßen und sag, nimm dich zu mit mir, was du willst. Ich kann und will ich nicht mehr leben. Ich meine doch den Tee.
immer gar nicht so aus, ehrlich gesehen. Kennst du nicht aus? Vielleicht kennst du dich jetzt aus. Willi. Ah, jetzt machst du mich aber glücklich. Gib schon deine Bekommung, gell, mein Zeit. Voll, wir kommen schon der Zeit. So, und jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Wir haben noch einiges zu besprechen. Aber du hast schon im Trinken, du musst da reden. Doch. Keine Sorgen machen, der sitzt in Untersuchungshaft. Und Untersuchungs?
Frau Maurer? Ja? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Ihr Mann in Dreherem Verdacht steht, einen Einbruch begangen und dabei 10.000 Euro Beute gemacht zu haben. Das hat Sie mir gesehen. Ja, natürlich. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für Sie. Der angehende Komplize Ihres Mannes hat gestanden, dass nicht Ihr Mann sein Kumpane war, sondern Peter Raffke. Mein Alter? Ja, deshalb haben wir auch Ihr Haus durchsucht. Nun ja, Schmuck haben wir keinen gefunden, aber dafür die 10.000 Euro aus der Beute. Sie waren in Ihrer Matratze versteckt. Was? In meiner? Und ich habe am Monat gelangt. Sie wissen also nichts davon? Ich? Ja, mir. Wenn ich das wusste, dann wäre doch das Geld schon längst bei der Polizei. Nun gut, dann bin ich Ihnen mal glaubst, Frau Raffke. Und ich muss mich jetzt leider wieder verabschieden. Frau Maurer, ja? Falls Sie Geld in Ihrem Haus finden, ja, dann können Sie es ruhig ausgeben. Vom Einbruch stammt. Ach, ist das toll. Aber sagen Sie mal, Herr Wachtmeister, gerade ist nicht Sie, dass ich Sie schon einmal irgendwo gesehen habe? Natürlich, Frau Maurer. Ich habe Ihnen doch bereits von diesen 10.000 Euro erzählt. Ich bin sozusagen Ihr guter Engel. Auf Wiedersehen. Guter Engel. Hans. Hans? Du, Emma, ich habe was überlegt. Ich nehme den Mann. Ja, nehme ich was drin. Ich bin nur gekommen, ihr denkt, du. Ja, also ihr
ich denke, du wärst bei mir entschuldigen. Ja, das wollte ich auch. Weißt du, ich wollte mein Gewissen loswerden. Hast du, Herr Philipp, wieder etwas getrunken? Nicht genug. Aber egal. Ich warte. Ich höre dich. Du willst mich heiraten? Ja, weißt du. Wir hören dir zu, als mein Gewissen. Weil du glaubst mir eh alles. Also.
auch traurig. Wir sind alle traurig. Aber wir freuen uns schon wieder auf das nächste Stück und freuen uns, wenn der Mensch wieder kommen wird. Begrüßen möchte die Theatergruppe aus der Schweiz, Wiedenau. Dann möchte unser Ballett den Sohn von Jetra begrüßen. Ein Schauspielkollege von uns, wunderbar. Walle, danke. Im Himmel darf er vor mir sitzen.